Vierter Spieltag der Oberliga Nordsaison 2018-2019. Crocodiles Hamburg gegen die Tech Art Black Dragons Erfurt. Black Dragons, Erfurt in weiß, erstmal von links nach rechts, und die Crocodiles in den gewohnten Heimtrikots, in den dunklen Heimtrikots, im ersten und dritten Drittel von rechts nach links. Die gewinnen das Bulli. Norman Martens mit dem Pass gleich nach vorne auf Mitchell, der Schuss aus dem linken Bulli-Kreis war gleich mal gefährlich. Hamburger halten die Scheibe drin, passen die Mitte auf McGowan, die Scheibe ist drin! Da steht es, nach ganzen 25 Sekunden, die hier gespielt sind im Eisland Wahnsinn, mal ganz schnell 1-0. Brad McGowan kann da Philipp Lea im Tor. Immer noch Baller, in der Mitte ist Lupzig. Baller hinter das Tor auf Kalovi. Kalovi mit dem Schuss, Lea lässt abtropfen, Scheibe noch frei, aber da hat der Hauptschiedsrichter schon abgepfiffen, weil da die Scheibe nicht hat. Rechte Seite zu Palausch, und jetzt sind die Erfurter hier komplett. Brink von der Bank bekommt den Pass und kriegt dann einen ordentlichen Check Richtung Kopf. Das gefällt Fiedler überhaupt nicht. Der fährt Herr Palausch hinterher. Jetzt gibt es da ein bisschen Gerangel an der Bank. Übergibt auf Kübler. Kübler wird ordentlich bearbeitet und gehakt. Und daher gibt es jetzt hier 2 Minuten gegen Schipping für einen Haken. Den Schuss von Martens. Kurze Befreiung der Erfurter, Scheibe aber schon wieder drin. Über Mitchell. Mitchell auf der linken Seite. Jetzt stehen die anderen 4 Mitspieler auch. Und im Rückraum Brad McGowan am langen Pfosten. Kommt er angerauscht. Außen rechten Bulli-Kreis. Hält dann die Kelle rein da. Und setzt den Puck rein da. 12. Minute, 2-0, zweites Tor, Brad McGowan. Zweite Vorlage, Josh Mitchell. Holen sich auch die Scheibe. Kämmerer, wieder in die Rundung. Schipping lässt durch, dann das, ja, einfach gespielte oder einfach herausgespielte Gegentor. 1-2 Pässe und dann ab unter die Latte damit. Und Erfurt verkürzt auf 1-2. Das Ganze nicht mal eine Minute später, ne? Erfurter auf die Kelle, die kommen jetzt mit dem Konter. Vasan über die linke Seite, zieht in die Mitte und macht das Tor. In Unterzahl, in 29 Sekunden hat es gedauert. Wenn die Crocodiles schnell loslegen können, können das die Gäste auch. Ja, und die sogar in Unterzahl. Tja. Erstes Unterzahl-Gegentor für die Crocodiles in dieser Saison. Rein in die Zone der Hamburger, passt da abgeblockt von Sinowitz. Der findet dann Lascheid. In der Mitte ist Baller. Lascheid zieht da gut an dem Verteidiger vorbei. Scheitert dann allerdings, und dann der Rebound. Und die Crocodiles erhöhen hier, gehen erneut in Führung 3-2. Jan-Luca Baller müsste das gewesen sein mit dem Rebound. Aber schöne Bewegung da von Lascheid, wie er den Verteidiger austanzen lässt. Schön auf Körner. Körner an der Blauen. Positionswechsel dort mit Fiedler. Körner von der Blauen. Aus dem rechten Bulli-Kreis. Wieder Fiedler an der Blauen. Körner. Rechte Seite. Wieder Körner an der Blauen. Rüber auf die linke Seite. Arnold im linken Bulli-Kreis wird nach außen abgedrängt. Versucht dann auch spitze im Winkel. Christian im Nachfassen und ein bisschen Geschubse im Hamburger Torraum. Na, endlich ist hier mal was los. Da musst du jetzt 37 Minuten drauf warten hier. Bulli gewinnt Erfurt. Schuss dann aus der rechten Seite oder aus dem rechten Bulli-Kreis. Geht allerdings abgefälscht am Tor vorbei. Erfurt hinterm Hamburger Gehäuse. Crocodiles komplett. Schuss aus sehr spitzen Winkel von der Grundlinie. Findet den Weg ins Tor. 3-3. Aber immerhin kein Gegentreffer im Powerplay.
Aber wer war das? Das konnte ich jetzt gerade nicht sehen. Sekunden. Sitzt da Arnold noch draußen. Hamburger auch gleich drin im Angriffsviertel. Auf der linken Seite. Pass zurück an die blaue Linie. McGowan mit dem Schuss. Aber knapp rechts übers Tor. In den anderen. Verliert das Bulli. Aber Bruns holt sich da den Puck. Bruns kriegt da die Scheibe wieder. Bruns scheitert an Lea. Scheibe rutscht da dann am Lea-Tor vorbei. Glück jetzt für Erfurt. Nochmal Bruns. Ja. Wird da am Schuss gehindert. Arm des Schiedsrichters ist oben. Bruns hat sich da anscheinend auch wehgetan. Seite. Findet da noch keinen Passweg. Schussweg erst recht nicht. Gibt nochmal wieder hinter das Tor. Wieder der Rückpass an die blaue Linie. Querpass dort. Sochan. Rechter Bullikreis. Schuss. Christian ist dran. Wehrt die Scheibe ab. Bölke. Hinterm Tor. Kriegt die Scheibe nicht weg. Schümann auf Vasan. Vasan holt aus, passt in die Mitte. Schipping kann da Kai Christian überwinden. Und es ist mal wieder so. Schön gemacht. Es ist schön gemacht, definitiv. Und wieder in einer Unterzahlsituation, die resultierend war aus zu vielen Spielern auf dem Eis. Wie gesagt, 10. Saisonspiel inklusive der Vorbereitung. Das 9. Mal. Immer noch Lupzig. Wenn der mal in Bewegung ist, den hält ja so schnell auch keiner auf. Immer noch Lupzig. Ja, genau. Den hält da keiner auf. An Kämmerer vorbei. Nochmal Lupzig. Immer noch Lupzig. Wird da durch den Haken auch nicht gestört. Hoffmann. Scheitert an Philipp Lehr. Erik, eine größere Chance kriegst du heute nicht. Eieiei. Wieder Bulli gewinnt Hamburg. Bruns an die blaue Linie. Dann der Schuss von Reinick. Und ja! Trifft. Aber was für ein schöner Strahl. Da macht es kurz. Blink. Haut gegen die Posten. Wieder Aaron Reinick, wieder von der blauen Linie. Aber auch komplett verdichte Sicht für einen Torhüter. Der konnte gar nichts sehen in der Situation. Pass an die blaue Linie. Dort verspringt der Puck bei der Passannahme. Und jetzt dann das Tor für Erfurt. Wunderschön wieder rausgespielt. Weil Reto Schipping einfach viel zu frei steht. Und da ist Kai Christian auch vollkommen zu Recht richtig sauber. Reto Schipping, 2. Treffer am heutigen Spätnachmittag. 4. Saisontreffer für ihn. Aber Reinick kann die Scheibe nicht drin halten. Konter, 1-1. Kühmann ins leere Tor. Mit der Rückhand über die Kelle von Norman Martens rüber. Und somit erhöhen die Erfurter hier auf 6-4. Ich habe Ludwig Sinowitz hier bei mir. Ludwig, ihr habt jetzt 6-4 gegen Erfurt verloren. Wie ist dein Eindruck vom Spiel gewesen? Ja, ich weiß auch nicht. Gegen Halle am Freitag haben wir ein richtig gutes Spiel gezeigt, richtig geackert. Heute hat es einfach an manchen Stellen einfach nicht gepasst, wie man sich das gewünscht hat. Manchmal, ja, ich weiß auch nicht, müssen einfach härter arbeiten. Und ja, wenn man nicht arbeitet oder nicht hart genug arbeitet in manchen Situationen, dann töten einen die manchen wenigen Situationen halt. Ihr habt sehr gut vorgelegt, ihr habt innerhalb der ersten 30 Sekunden schon vorgemacht. Im zweiten Drittel waren es die Erfurter, fast genauso schnell. Wo war der Wendepunkt? Ihr hattet das Spiel ja am Anfang relativ gut im Griff und habt es dann irgendwie aus der Hand gegeben. Kannst du das irgendwie erklären? Ja, wie du schon gesagt hast, wir haben gut vorgelegt, gut gestartet, 2-0 in Führung gegangen. Dann kriegen wir relativ unnötig das 2-1 und dann weiß nicht, waren wir nächsten Wechsel direkt wieder am Schwimmen. Da muss ein bisschen mehr Sicherheit bei uns reinkommen. Und ja, Knackpunkt auszumachen ist jetzt schwer. Ist jetzt schwer, über 60 Minuten da jetzt eine Situation rauszupicken. Eine Situation ist mir aber aufgefallen. Das habt ihr jetzt in, ich glaube, 10 Spielen insgesamt, wenn man die Vorbereitung dazu zählt. Und bis auf Freitag hattet ihr in jedem Spiel eine Strafe wegen zu vielen Spielern auf dem Eis. Und in den meisten Situationen fangt ihr euch da ein Tor. Kannst du das irgendwie erklären? Wie kommt das, dass ihr dann auf einmal zu 6 da steht? Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Entscheidung hier jetzt richtig war. Er hat an der Bande gesagt, die 35 kommt wechseln und er also ist noch nicht mal bei der Bank. Der andere springt schon aufs Eis. Aber ich war noch selber im Angriff. Also schwer zu beurteilen, ob die Entscheidung jetzt da richtig war. Weiß ich nicht. Aber ja, da muss man besser kommunizieren auf der Bande schon. Ja.
Okay, wollen wir mal hoffen, dass das in Zukunft ein bisschen besser klappt. Dir auf jeden Fall für die kommende Saison noch viel Erfolg. Gratulation auf jeden Fall zum Tor. Das habt ihr auf jeden Fall sehr schön gemacht. Auch die Vorlage da von Lascheid, wie er den mitgenommen hat, hat leider nicht gereicht, aber beim nächsten Spiel dann. Alles klar. Vielen Dank. Bis dann. Und dann mal zurück zu euch. Ja, danke Phil. Danke Ludwig.